Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Albrecht Völklein, Nick ist Owaiowai. Und ich möchte euch heute was erzählen, wovon ich sehr fasziniert bin, woran ich leider noch nicht persönlich arbeite, aber woran ich hoffe, mittelfristig oder langfristig dran arbeiten zu dürfen. Und zwar geht es um das Reprogrammieren von humanen Stammzellen und damit auch die Zukunft unserer Medizin. Ich selber bin Chemiker und kenne mich nicht so gut mit Computern aus wie viele hier, habe aber im CCC Frankfurt eine sehr, sehr welcoming Community gefunden und da quatschen wir durchaus über auch andere Sachen als nur IT und das hoffe ich euch jetzt so ein bisschen näher bringen zu können. Ich habe erstmal eine initiale Frage, wer hier so mit Handzeichen ist Stammzellspender oder katalogisiert als das? Okay. Und ja, ihr seid soziale Leute, das sind relativ viele. Wer von denen, die sich gemeldet haben, würde sich nochmal melden bei der Frage, er weiß genau, wofür er sich da angemeldet hat? Okay. Das ist etwas sporadischer. Also, weil ich vermute, dass ihr nicht so den biochemischen Hintergrund habt, machen wir nochmal kurz die ganz einfache Einleitung. Was sind Stammzellen? Also den Begriff hört man, hier oben sieht man welche und hier unten sieht man die ausdifferenziert in Richtung Neuronen. Das gibt's ganz viel Tolles auf Wikipedia. Und das allgemeine Prinzip ist, man hat eine Population von Zellen, die sind entweder toti oder omnipotent und die können einen ganzen Organismus oder alle Zellen innerhalb dieses Organismus ausbilden. Und die Analogie, die da alle verwenden, ist dieses Murmelprinzip, das von Weddington vor einer ganzen Weile vorgeschlagen wurde, nämlich startet man relativ weit oben mit Zellen, die quasi, hier unten sind die unterschiedlichen Zelltypen aufgetragen und man kann sich das so vorstellen, dass Zellen, wenn sie differenzieren, immer weiter runterfallen und kommt nie in die andere Richtung, nie wieder hier rauf. Und man hat dann so Überzellen, das sind dann gewebebildende Stammzellen, zum Beispiel Blutstammzellen, die werden im Englischen HSE abgekürzt. Und das ist zum Beispiel das, was man als Stammzellspender spendet. Die kommen zum einen im Knochenmark vor, da gab es dann so vor einer ganzen Weile noch Leute, die so richtig mutig waren und sich dann in den Hüftknochen haben stechen lassen, um dort Zellen zu entnehmen. Inzwischen ist man aber in der Lage, auch sehr geringe Konzentrationen von Zellen aus dem peripheren Blut rauszufiltrieren und damit macht man nur eine ganze Weile Dialyse. Ein Bekannter von mir hat das vor 2 Jahren gemacht und dem geht's prächtig und ich hoffe, dem, der die Spende bekommen hat, noch viel besser. Gut. Jetzt machen wir so einen kleinen Ausflug in eine wissenschaftliche Publikation von 2006. Und also diese Abbildung sieht sehr unspektakulär aus, aber ich kann euch versichern, als die entsprechenden Wissenschaftler, die das gemacht haben, ein Herr Takayashi und sein Doktorvater Yamanaka, ist ihnen sehr wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen. Der Herr Yamanaka ist von der Ausbildung her Mediziner und hat das gemacht, was sehr wenige Mediziner machen, nämlich letztendlich zurückgehen in die aktive Forschung, weil er war zum Beispiel, er ist glaube ich Orthopäde und war zum Beispiel mit Rückenmarksverletzungen konfrontiert und wenn jemand eine Rückenmarksverletzung hat, ist das meistens ein Lähmungsurteil und die Leute können nie wieder laufen, weil Verbindungen getrennt sind und wir keinerlei Möglichkeit haben, das zu heilen. Und der Herr Yamanaka hatte sich überlegt, dass es relativ interessant wäre, mal zu prüfen, ob man Stammzellen erzeugen kann, wenn man an normalen Zellen rumspielt. Und dabei hat er, also noch eine kleine Sache, also einige Sachen, die wir hier machen, beziehen sich auf menschliche Zellen. Typischerweise sind es Mauszellen. Die Übergänge sind fließend und das Prinzip funktioniert für beide Sachen und auch wahrscheinlich für ganz viele andere Arten noch. Gut. Was der sich also überlegt hat, ist,
Ja, so nach dem Prinzip, wie also so, when it quacks, is it a duck? Also was kann man in eine Zelle reinpacken, um die zu einer Stammzelle machen? Und was er damals angefangen hat, war 24 sogenannte Transkriptionsfaktoren gesucht. Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die Genregulation durchführen. Das heißt, die beeinflussen, ob bestimmte Proteine stärker oder weniger stark in der Zelle produziert werden. Und die haben relativ extensiv Literatur gesucht und halt alles gesucht, was irgendwie mit embryonalen Stammzellen assoziiert ist an Transkriptionsfaktoren. Die haben die dann in so ein Virus-Shuttle gepackt und dann so all factors rein und dann, wie funktioniert dieses Experiment hier? Also das ist einfach nur so eine Petrischale und da drin ist ein Zellgift und die Zellen sind so modifiziert, dass sie, wenn sie ein Protein machen, das nur in Stammzellen vorkommt, aber nicht notwendig für die ist. Deshalb war es in diesen Faktoren nicht drin. Die haben gezielt gesucht, zwar heißt glaube ich HS15. Wenn dieses Protein gemacht wird, dann wird direkt im Anschluss an diese Proteinsequenz noch eine Resistenz abgeschrieben. Das heißt, die Zellen verfügen über die Information, um sich gegen ein Zellgift, was in dieser Platte befindlich ist, sich zu wehren, aber sie können das nur, wenn sie Stammzellen sind oder sich verhalten wie Stammzellen. Und genau das ist den Leuten gelungen. Und letztendlich sieht man hier so Blobs, das sind Zellkolonien. Und das war schon bahnbrechend. Also man hat in dem Moment realisiert, dass sich von einer Maus oder von einem Menschen eine kleine Portion Hautzellen, was man so mit einem kleinen Schaber abmachen könnte, Stammzellen erzeugen könnte. Und ihr habt das sicherlich alles mitbekommen mit den embryonalen Stammzellen und Stammzelldebatten. Stammzellen gelten als Wunderheilmittel für manche Sachen. Und inzwischen kann man irgendwie, also es war bombastisch. Und was jetzt im Anschluss kam, waren noch gute Experimente. Jetzt möchte man nämlich als Wissenschaftler Sachen so simpel gestalten wie nur irgendwie möglich. Und bis dato haben die alles reingekloppt, also diese 24 Faktoren. Und die Frage ist, welcher von denen ist relevant? Ja, da macht man dann das eine Prinzip und probiert die ersten 24 durch, um den zu entdecken, mit dem es klappt. Klappt nicht. Und dann, okay, wir brauchen zwei. Wie viele brauchen wir? Und was wäre ein gutes Experiment an dieser Stelle? Ich finde es so toll. Ich fand den Ansatz so gut und so clever. Deshalb. Das ist nicht abgesprochen. Sehr gute Idee. Genau das haben die gemacht. Letztendlich haben sie diese 24 Faktoren minus 1 genommen. Und was man hier sehr schön sieht, ist die Anzahl der Kolonien. Dreimal haben sie gar keine gefunden und einmal nur sehr, sehr mickrig. Also das ist hier nach 10 oder 16 Tagen. So sieht es aus, wenn alle drin sind. Und hier ist eine Kontrolle, wenn irgendwie gar nichts klappt. Also eine Negativkontrolle. Und im nächsten Schritt haben sie dann ausprobiert. Okay, wir nehmen den, den, den und den. Und das ist sogenannte CMYK, KLF, SOX2 und OCT4. Und das sind so die Buchstabenkombinationen, die kann man sich als Stammzellwissenschaftler tätowieren. Das ist the shit. Das ist ein sehr cooles Finding, was die da hatten. Jetzt ist, also, bis, nee, genau nicht. Es ging darum, die haben letztendlich immer einen weggelassen. Und da, wo dann die Zellen nicht mehr in der Lage waren, lebensfähig zu sein, sind sie gestorben. Das heißt, dieser Faktor, der weggelassen ist, ist sonst sehr, sehr notwendig. Es ist genau umgedreht. Also rausfinden, was die vier Räder vom Auto sind, indem man nacheinander alle Teile wegnimmt und dann schaut, wann es fahren kann. So, bis dato ist aller Beweis, den wir geführt haben, um zu zeigen, dass das Stammzellen sind, nur dass diese eine Eigenschaft zeigen, die sie jetzt in einem künstlichen experimentellen Setup lebensfähig lässt gegenüber einem Toxin. Das ist jetzt nicht zwangsläufig richtig und natürlich haben die Wissenschaftler auch noch weitere Beweise angeführt, warum Stammzellen sind. Da gibt es ein paar biologische Eigenschaften, zum Beispiel
Und das ist was man immer nicht mit den Stammzellsachen hört. Bis dato ist es so, dass wenn man zum Beispiel jemanden embryonale Stammzellen oder diese induzierten pluripotenten Stammzellen injiziert, dann bildet sich an der Stelle relativ zügig ein Tumor, ein sogenanntes Teratom. Und das ist übrigens auch, wie man die früher gefunden hat. Diese Subgruppe von Tumoren hat die interessante Eigenschaft, dass sie ein Mischmasch aus allen möglichen Zellen darstellt. Und auch wenn man diese Tumoren dann einzeln untersucht, findet man Stellen, die sind Muskelgewebe, dann findet man Stellen, die sind Fettgewebe, man findet Knorpel und das überprüft man, indem man diese induzierten Stammzellen in eine Maus injiziert. Die Maus muss ein Immundefizit haben, damit diese Zellen nicht bekämpft werden und die Maus kriegt dann entsprechend Krebs. Ja, also wenn wir über Tierversuche sprechen wollen, dann gerne in der Fragerunde. Das ist durchaus eine Thematik, die hier relevant ist und die auch, wo auch iPS-Zellen eine Rolle spielen. Der zweite Nachweis ist noch ein bisschen cooler. Also wir haben gezeigt, dass unsere Zellen in der Lage sind, alle Gewebesorten auszubilden. Was jetzt nämlich noch die Frage ist, können die mitspielen, wenn man die mit einem Embryo mischt? Das heißt, in sehr frühen Phasen der embryonalen Entwicklung von Mäusebabys macht man eine Mikroinjektion mit diesen induzierten pluripotenten Stammzellen. Also das hier sind jetzt genau keine, sondern schon ausdifferenzierte Zellen. Und das macht man, indem man eine spezielle Mäusevariante nimmt, die verfügt über ein sogenanntes GFP. GFP steht für grünes fluoreszentes Protein. Das ist eine kleine Proteinsequenz, die man in Algen gefunden hat, ursprünglich, glaube ich. Und diese Proteinsequenz kann man an verschiedene Proteine hinten anhängen. Das hat keinerlei funktionale Einschränkungen, sondern hängt einfach nur so wie ein Blob dran. Und wenn man mit UV-Licht drauf geht, dann fängt es an, so wunderschön gelb zu fluoreszieren. Und was man hier jetzt letztendlich sieht, ist, dass nachdem man in noch früheren Phasen diese Zellen in diesen Embryo injiziert hat, bildet sich eine sogenannte Chimäre, also ein Mischwesen aus zwei ursprünglichen Zellen. Und in dieser Chimäre sind die grün fluoreszenten Stammzellen überall vertreten. Das heißt, da gab es von vornherein gar keinen Unterschied und die sind voll in dem Organismus verteilt. Hier unten sieht man das ein ähnliches Prinzip. Hier hat man jetzt nicht mehr die grüne Fluoreszenz mit einer Kamera aufgenommen, sondern hier hat man ein sogenanntes Antibody-Staining gemacht. Man mischt einfach einen Antikörper unter, der Antikörper binden gezielt bestimmte Proteine. Das ist eine typische Eigenschaft von Immunsystemen. Und hier mischt man einfach einen GFP-Antibody und den kann man dann so bräunlich einfärben. Und überall, wo jetzt hier braune Punkte sind, waren dann im späteren Organismus diese induzierten Stammzellen vertreten. So, jetzt müssen wir kurz mal einordnen, wie groß die Tragweite dieser Entdeckung war. Ich weiß nicht, ob euch, also ich vermute, ihr hört das erste Mal davon. Als ich das erste Mal davon gehört habe, ist mir der Arsch gewaltig auf Grundeis gegangen, weil ich so baff war, dass sowas geht. Und die Tragweite lässt sich sehr gut einordnen, wenn man sich vor Augen führt, dass es innerhalb von 6 Jahren nach der ersten Publikation einen Nobelpreis gab. Jetzt muss man sich überlegen, dass eine typische Doktorarbeit mindestens 3 Jahre dauert. Das heißt, als die erste Publikation rauskam, gab es 2 Generationen von Doktorarbeiten, bis es das Areal erreicht hat, wo das Nobelpreiskomitee gesagt hat, das ist wissenschaftlich so relevant. Ich habe hier noch Bild, also bei mir ist... Okay, dann... Oh ja. Okay. Technische Probleme gehören dazu. Gut. Jedenfalls, also ultra krass, wie schnell das ging. Und das ist einfach korrespondierend. Und das könnte mir jetzt einfach glauben, dass im Hintergrund nach der ersten Publikation unglaublich viele Leute daran angefangen haben zu arbeiten. 2006 war es so, dass
das Mäusepaper rauskam. Ein Jahr später hatte man gezeigt, dass es mit Menschen genauso geht. In der Zwischenzeit hat man für fast jede Zellpopulation gezeigt, dass man die genauso in pluripotente Stammzellen umwandeln kann. Man hat gezeigt, dass noch ein paar andere Dinge gehen und vieles mehr. Letztendlich kann man was noch an Innovationen passiert ist ich rede einfach mal weiter, Bilder folgen, es sind gerade eh keine bunten Bilder drauf. Kann man so, finde ich, in drei Kategorien teilen. Zum einen Verfahren, also neue Techniken, wie man Zellen umwandelt, etc. Zum Beispiel, das gab es zum Teil vorher, aber dieses Research Field hat sehr, sehr viel gewonnen durch iPS Cell Research, ist die sogenannte Transdifferenzierung, wo man jetzt nochmal weiter das Paradigma bricht, also nicht ganz zurückgeht und dann wieder runter, um andere Zellpopulationen herzustellen, sondern von vornherein aus der einen Sorte Zellen die andere Sorte Zellen versucht zu machen. Ja, wir bewegen uns, wir sind auf guten Wegen. Wir schauen mal, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Wow. Das ist nicht schlecht. Gut. Der zweite Punkt ist letztendlich die direkte Anwendung von Zellen. Man möchte versuchen, dass man Leuten zum Beispiel Zellinfusionen gibt, die dann die Heilungsfähigkeit nach einer Verletzung oder einem Unfall steigern. Oder bei Verbrennungsopfern, die mit neuen Stammzellen einsprüht, habe ich vor kurzem was gesehen, muss man auch überprüfen, wie populär wissenschaftlich das ist. Aber solche Sachen. Und der dritte große Ast ist letztendlich die Forschung. Wenn man zum Beispiel an Parkinson oder so forschen will, dann ist es sehr schwierig, Gehirnneuronen zu bekommen, ohne Menschen zu töten, um die zu erhalten. Da wir uns typischerweise darauf einigen, dass wir keine Menschen töten, um solche Forschung zu betreiben. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ist es? Okay. Genau. Da wir uns darauf geeinigt haben, dass wir Menschen helfen wollen und nicht Menschen schaden wollen, ist relativ interessant, dass man zum Beispiel Neuronen von Parkinson-Erkrankten einfach aus deren Hautzellen erzeugen kann. Das heißt, wir nehmen Hautzellen, die haben in ihrem Genom einen Defekt, der später zu Parkinson oder allen möglichen Erbkrankheiten führt. Und dadurch, dass wir im Reagenzglas Gehirnzellen oder Leberzellen oder was der Geier herstellen kann, durch diesen Schritt über die pluripotenten Stammzellen oder durch Transdifferenzierung, kann man wirklich an Gehirnzellen forschen, was bis dato gar nicht möglich war. Da wird viel an Mäusen gemacht und man sagt immer, dass schon tausende Krankheiten in der Maus geheilt sind, weil Menschen eben keine Mäuse sind. Und was das letztendlich auch noch als großen Punkt im Bereich Tragweite gibt, ist diese ethische Debatte. Also embryonale Stammzellen sind ein ultra heißes Topic. In Deutschland haben wir das Embryonenschutzgesetz, was extremen Schutz für Embryonen garantiert, aber dann auch zu Paradoxen führt, wie dass Leute, die Kinderwunschtherapien haben, Embryonen eingefroren haben, die zu alt sind, als dass man sie transplantieren dürfte, aber die eben nicht weggeschmissen werden dürfen, weil es ganze Menschen sind. Das heißt, die sind dort in flüssigem Stickstoff eingefroren und die müssen bis ans Ende aller Tage gelagert werden, weil es ist unter anderem sehr paradox. Und letztendlich, auch wenn natürlich, letztendlich haben iPS-Zellen hierbei nicht nur den Benefit, dass sie eine Alternative zu diesen Zellen darstellen, sondern auch in Bezug auf Tierversuche neue Materialien bieten und man damit ethisch weniger große Debatten führen muss. So. Jetzt will ich etwas expliziter auf das Reprogramming, was ja letztendlich auch titelgebend ist. Also wir haben bei Genregulation immer verschiedene Ebenen. Zum einen haben wir die DNA-Ebene, die so ein bisschen wie die Festplatte der Langzeitspeicher ist.
und von dem wird was abgelesen. Und die, typischerweise wirken die Transkriptionsfaktoren genau hier und beeinflussen, inwieweit das abgelesen werden kann oder nicht. Und die sind auch immer das Ziel von Therapien. Viren waren bei Yamanaka das Werkzeug und da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt Viren, die permanent Dinge ins Genom einführen und dann gibt es Viren, die reversibel oder nur für gewisse Dauern ihre Geninformationen einführen. Und also in dem Fall sind es eher wie Vesikel, wie ein USB-Stick, mit dem man letztendlich nur Informationen in die Zelle packt. Die werden dort abgeschrieben und führen dann zu einer Änderung. Das geht aber auch über sogenannte Plasmide, das sind kleine DNA-Ringe, die sind schwieriger reinzubekommen, weil Viren das aktiv machen und die Plasmide transferiert werden müssen. RNA ist auf dem Weg von DNA zu Proteinen wird immer eine Kopie erstellt, die sozusagen als Blaupause dient. Und diese RNAs kann man zum einen frühzeitig zerstören und so Gene beeinflussen und gewisse Transkriptionsfaktoren behindern oder hochregulieren. Und zum anderen kann man auch einfach nur diese mRNA-Stücke zur Verfügung stellen. Die werden dann abgeschrieben in Transkriptionsfaktoren und greifen sozusagen eine Ebene tiefer. Also man tut so, als wenn schon abgeschrieben wäre und packt einfach nur eine mRNA in die Zelle und kriegt dann den gleichen Effekt. Was man auch geschafft hat, ist, dass man einfach nur die entsprechenden Proteine in eine Zelle reinsetzt. Das ist genauso, als wenn die Zelle die selber gemacht hätte und die beeinflussen dann auch letztendlich auf DNA-Ebene, dass so eine Verhaltensänderung vom normalen Zellverhalten hin zur Stammzelle stattfindet. Und der ideale Fall, den alle immer haben wollen, ist kleine Moleküle. Medikamente sind immer kleine Moleküle, weil sie gut durch Zellwände gehen, weil sie gut resorbiert werden und bei den ganzen Sachen hier oben muss man durchaus Kniffe machen, damit es geht. Und man konnte schon zeigen, dass einfach nur durch Medikamente, die gewisse Stoffwechselschritte beeinflussen, man genauso auf diese Transkriptionsfaktorebene eingreifen kann. Was hierbei auch zu erwähnen ist, es ist ebenfalls eine Methodik und übrigens ein ganz heißer Reiter für Nobelpreis. Potenziell. Ich glaube, die haben ihn noch nicht bekommen, aber das ist so eine Methodik, die ständig genannt wird. Das ist eine genannte CRISPR-Cas. In den Medien wird es immer als die Genschere beschrieben. Letztendlich ist das hier eine Kombination aus einem RNA-Strang, der einem Protein und einem Protein und der RNA-Strang kann sequenzspezifisch variiert werden und zeigt genau auf, wo in einem Genom ein Schnitt erfolgen soll. Und das Enzym macht genau dann den Schnitt. Das ist eine unglaublich elegante Methodik, um genveränderte Mechanismen herzustellen, genveränderte Organismen herzustellen. Und kam zeitgleich mit der Technologie und viele Projekte sind so ein bisschen enthalten beides, weil das hier ist ein super Genmodulationswerkzeug und das hier ist ein super Zellmodulationswerkzeug. Ein Beispiel hierfür hat vor 1,5 Jahren ein Young Researchers Preis gewonnen von dem German Stem Cell Network. Das hier ist repräsentiert durch eine Publikation in dem Journal Cell Stem Cell von Gascon et al. Vom letzten Jahr, und das ist unterm Strich in der Arbeitsgruppe von Frau Professor Götz in München. Und was die sich zur Aufgabe gemacht haben, ist letztendlich diese iPS-Technologie so ein bisschen auf die nächste Ebene zu bringen. Und es ist typischerweise so, also der medizinische Hintergrund ist, wenn Leute einen Schlaganfall haben, dann gibt es eine Schädigung im Gehirn. Und an der Stelle, wo die Blutung auftritt, bilden sich Narben. Und was die machen wollen, ist letztendlich die Zellen, die dorthin wandern, um dort Narben zu bilden, an der Stelle der Verletzung umzuprogrammieren, um neue Nervenzellen oder Gehirnzellen auszubilden. Also sehr, sehr weit gefetcht ist. Aber was die hier zum Beispiel in der Publikation zeigen konnten, ist,
Und man kann natürlich Gelb und Grün überhaupt nicht gut unterscheiden, aber ihr glaubt mir vielleicht, dass hier die ganzen grünen Pfeile für eine nicht neuronale Zellsorte stehen und hier auf der anderen Seite, wo sie zwei Faktoren miteinander kombiniert haben, sie in der Lage waren, über die Dauer von 100 Stunden, also 4 Tage, massiv mehr Neuronen anzureichern durch direkte Reprogrammierung von diesen Zellen in die mit dem gelben Pfeil versehene. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter zur Anwendung sprechen und da gibt es so ein paar Sachen, die sind, also es gibt eine Menge Sachen, die sind sehr interessant, was zum Beispiel, ihr erinnert euch, ein sehr großes Problem ist, dass wenn man Stammzellen irgendwo rein injiziert, erzeugen die dort ein Krebsgeschwür, habe ich ja gesagt. Das ist kein Risiko, wenn die Zellen keinen Zellkern haben und da sind rote Blutplättchen das ideale Beispiel als die Zellsorte, die über keine Zellkerne mehr verfügt und was man hier nachlesen kann, ist, dass aktuell stark versucht wird, das erste sozusagen semisynthetisch hergestellte Blut zu erzeugen. Man nimmt also Stammzellen, die man beliebig expandieren kann und differenziert die aus in Blutzellen der Blutgruppe 0 negativ und das ist ja Universalspender und man kann so letztendlich in Reaktoren riesige Mengen an künstlichem also und human identischem Blut erstellen. Das hier ging vor, ich glaube, 3 Wochen oder so über die Medien. Das sind ein paar Biotechnologen in, ich glaube Massachusetts, ich kann mich irren, die verwenden eine Technik, die schon lange etabliert ist, um Zellen aus Geweben rauszuspülen. Und hier haben sie ein Spinatblatt genommen und nachdem sie über Wochen das mit so einer Spüllösung ist, enthält es keinerlei Zellen mehr, aber immer noch diese typischen Ader-ähnlichen Gänge. Und die versetzen sie jetzt mit humanen Zellen, die dann sogar in der Lage sind, und das konnten die Forscher zeigen, sich zu verhalten wie schlagende oder pulsierende Blutzellen. Das heißt, wenn jemand als Resultat von einem Herzinfarkt eine Schädigung des Herzmuskels hat, hoffen sie, dass sie wenn sie schon offene Herzoperationen machen, dann diese Sheets drauflegen können, die jetzt nur noch humane Zellen enthalten und die dort festwachsen und dann letztendlich neues, schlagfähiges Gewebe bilden können. Und dann so als drittes Beispiel gab es hier so relativ populistisch von der Lügenpresse das Hybrid-Mensch-Schwein. Konzeptionell ist es ein ähnlicher Ansatz wie bei den Mischwesen aus 2 Organismen, die man auf embryonaler Ebene mischt. Die letztendliche Idee ist zum Beispiel, dass man Schweineembryos mit humanen Zellen vermischen kann. Das hört sich jetzt erstmal sehr gruselig an, aber was dabei die Idee ist, dass man zum Beispiel in den Schweinezellen die Fähigkeit ausschaltet, eine Leber auszubilden und dann letztendlich die humanen Zellen, nur die humanen Zellen in der Lage sind, eine Leber zu bilden und die dort im Schwein gebildete Leber ist dann ein menschenidentisches Organ, sogar mit denselben Geninformationen, wie der Spender ursprünglich hatte. Sind auch wieder neue ethische Debatten in dem Bereich vielleicht eher negativ gesehen. Weil wir hier Hacker-Konferenz sind, müssen wir kurz über Do-it-yourself sprechen. Also Ethik und Geld sind Sachen, die Stammzell-Research, glaube ich, selbst in einem großen Hacker-Space quasi unmöglich machen. Aber in Amerika kann man unter dieser Adresse für $150 ein Kit kaufen, wo man eben diese CRISPR-Cas-Methode verwenden kann. Die ist sehr, sehr simpel und einfach und Gen-Hacking geht durchaus in dem Bereich. Gut, ich möchte abschließend schließen mit ein bisschen so einem Ausblick, dass man jetzt bei der Forschung und auch bei Tierversuchen letztendlich natürlich moralische Probleme hat, aber ich glaube, dass der Herr Nobel sich bei dem hier Geschriebenen auch was gedacht hat und letztendlich man in der breiten Öffentlichkeit Forscher immer sehr kritisch gesehen werden und
letztendlich ist der Herr Yamanaka da ursprünglich reingegangen mit dem Gedanken, Leuten mit Rückenmarksverletzungen helfen zu wollen. Und, letztendlich, auch ich als Forscher versuche jeden Tag so ein bisschen mehr Wissen anzuhäufen, das hoffentlich irgendwann mal uns allen hilft. Im Zweifelsfall gesundheitlich, im Zweifelsfall auch nur die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ich hoffe, dass ich das hier mit meinem Vortrag auch heute leisten konnte. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, gerne jetzt. Ich sehe keine Hände. Der DD hat sich. Ja? So, Mikro. Du sagtest vorhin, dass die Zellen, die Embryos, aufgehoben werden müssen, aber sie zu alt sind, um noch verwendet zu werden. Habe ich das richtig verstanden oder geht es da um die Empfängerin, also die Mutter? Also, ja, mit zu alt, also ich bin nicht ganz mit der Materie vertraut. Das ist auch, das sind auch juristische Belange, aber es gibt bei der In-vitro-Fertilisation, also künstlichen Befruchtung, gibt es aufgrund des Embryonenschutzgesetzes gewisse Zeitfenster, in denen man Sachen darf und Sachen nicht darf. Und es ist zum Beispiel so, dass Transplantationen in Deutschland deutlich kurzweiliger nur erlaubt sind, also so irgendwie, ich sage jetzt mal die ersten 3 Tage, es ist grob so die Zeitrahmen, also ersten 3 Tage nach Befruchtung. Und selbst obwohl Transplantationen zu späteren Zeitpunkten, wo man mehr Zellen gewachsen sind, sicherer wären, wird es nicht gemacht im Kontext des Embryonenschutzgesetzes. Und für solche Transplantationen müsste man zum Beispiel in andere EU-Länder gehen. Das heißt, die sind nicht so alt. Die sind 4 Tage alt und die würden ein wunderschönes Baby geben, wenn die transplantiert würden, aber werden sie nicht. Und es gibt auch andere Gründe dafür, zum Beispiel, dass man mehr Embryonen erhalten hat, als für eine Schwangerschaft notwendig ist oder dergleichen. Also gerade bei künstlichen Befruchtungen gibt es häufig Zwillinge oder Vierlinge, also diese Octomam aus Amerika, das war auch eine künstliche Befruchtung und normalerweise werden dann zum Beispiel einige von denen abgetrieben, einfach nur um die Gesundheit der Mutter zu garantieren. Aber ist eine komplizierte Materie. Ich sage auch nicht, dass ich da die richtige Antwort habe, aber gibt es viel ethische Debatte und wenn man interessiert ist, sollte man die versuchen mitzuführen und sich dazu eine Meinung zu bilden. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was mit Stammzellen zu tun hat, aber weißt du zufällig, wie so der Stand der Wissenschaft ist mit Organdrucken, mit 3D-Druckern oder Ähnlichem? Ja, ich konnte nicht alles reinmachen. Also das wirklich Tolle an diesen Technologien ist, dass sie teilweise extrem einfach zu realisieren sind und diese iPS-Cells nicht mehr dieses ethische Risiko wie embryonale Stammzellen bergen. Was ich da zum Beispiel vor 1,5 Jahren gehört habe, ist eine Arbeitsgruppe aus Spanien. Die machen Elektrospinning von Fasern und die können zum Beispiel auch, also die Idee ist, dass eine kleine Kanüle hat, ein sehr starkes elektrisches Feld anlegt und dann wird so ein dünner Faden rausgesponnen. Und was sie damit machen können, ist auch biologische Polymere zu spinnen und dabei können sie auch über die Kanüle gelegentlich Zellen unterfüttern. Das heißt, was sie versucht haben, so als Modell zu zeigen, ist ein Kehlkopf oder den oberen Teil der Speiseröhre nachzumodellieren und dann um dieses Modell einen Faden zu spinnen, um dann so eine Art Gewebe zu erzeugen, was zum einen materielle Stärke hat, aber in einer repetitiven Dichte mit Zellen versetzt ist. Also da gibt es durchaus Ansätze. Also insbesondere hat man so ein bisschen einen Wettbewerb der Ideen. Also es gibt die Leute, die züchten Organoide. Das sind kleine Organblobs und weil die noch nicht über geschickte Blutversorgung
haben die so ein Größenlimit bis dato, aber das ist interessantes Material für Transplantationen. Es gibt Leute, die versuchen, Material zu dezellularisieren, also sei es tierisches Gewebe oder im Fall der Spinatblätter pflanzliches Gewebe und dann diese Gewebe zu populieren mit Zellen. Es gibt mit Elektrospinning und ich glaube, es gibt auch Beispiele für 3D-Druck, wo Leute versuchen, Organe 3D zu drucken. Aber wenn du eine tolle Idee hast, dann also die sollte nicht verloren gehen. Aber gibt viel. Ja, wenn nichts ist. Also wenn ihr irgendwas Persönlicheres habt, ich bin auf jeden Fall noch die restliche Zeit hier. Wenn ihr mich seht, gerne ansprechen, gerne quatschen, auch gerne länger. Okay. Vielen Dank.